Petra Guder aus Deutschland und Bob Gills, angereist aus Amerika, auf dem Weg in ein deutsches Gefängnis. Auf der Suche nach hoffnungslosen Fällen. Ein Konzept im Gepäck, erfolgreich wie kein anderes. Die beiden suchen Kandidaten für das Projekt Glenn Mills in Pennsylvania. JVA Fechter. Wer einmal hinter Gittern saß, kommt meist wieder. Eldin, 18 Jahre alt, ist schon zum zweiten Mal hier. Zuletzt hat er mit seinen Freunden Autos geklaut, eine Tankstelle überfallen und einen Polizisten brutal zusammengeschlagen. Er hat sich für Glenn Mills beworben, ein inzwischen legendäres Erziehungsprogramm in den USA, das nun auch deutsche Juristen entdeckt haben. Lass mal erklären, was Sie jetzt hier vorhaben. Wir machen Aufnahmetestgespräche und gucken, welche Jugendlichen möglicherweise nach Glenn Mills gehen können. Mit wie vielen Leuten rechnen Sie, die den Test hier bestehen könnten? Kann man schlecht sagen. Das ist abhängig von einem ganz intensiven persönlichen Eindruck. Und ich kann Ihnen überhaupt nicht sagen, welchen persönlichen Eindruck wir gewinnen werden. Chancen haben brutale Mehrfachtäter bis 18 Jahren mit Gang-Erfahrung. Drogensüchtige und psychisch Kranke werden kategorisch abgelehnt. Jugendämter oder Gerichtshilfe zahlen für einen Deutschen in Glenn Mills knapp über 100.000 Mark pro Jahr. Das ist weniger, als der Knast bei uns kostet. Aber warum soll der Staat so viel Geld ausgeben für dich? Viele Leute sagen, schließ sie doch weg, die Säcke. Gucken Sie mal, ich hab früher die Scheiße gebaut. Ich bin in Hameln gelandet, hab da meine Strafe abgesessen, bin wieder rausgekommen, bin wieder straffällig geworden und wieder hier. Soll das mein ganzes Leben so weitergehen? Guda leitet das Projekt. Sie startete vor über 2 Jahren das Programm. Heute betreut sie 15 Jugendliche in Glenn Mills. Gills und Guda fragen nicht nach Kindheit oder Elternhaus, sondern konfrontieren die Kandidaten mit ihren Schwächen. Hart, fast brutal. Dann halten sie ihnen ihre Chancen vor Augen. Dieses massive Einhämmern hat System. Eben die Glenn Mills Methode. We look at people when we talk to them. We're not going to make excuses, and I'm not going to stand. We're not going to stand for excuses. Wir werden weder Entschuldigungen für euch finden, noch werden wir solche Entschuldigungen dulden. You have to learn accountability for your own actions. Ihr müsst lernen, dass ihr für eure eigenen Handlungen verantwortlich seid. It's going to be hard. Es wird hart sein. You're going to be confused. You're going to be home.